Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast im Rahmen der Tolino Story Days und zu einer Sonderfolge des Tolino Storycast, dem Podcast zum Tolino Story Club. Falls ihr den Story Club noch nicht kennt, Ramona, Annabelle, Julia von Tolino und ich, wir haben im Panel um 10 Uhr heute ein bisschen über den Story Club gesprochen. Dort lesen wir jeden Monat gemeinsam mit euch in einer Facebook-Gruppe ein Buch und sprechen darüber. Und am Ende des Monats nehmen wir immer einen Storycast auf und sprechen da auch nochmal zu zweit über das Buch. Und ja, wir machen heute was ganz Ähnliches. Mit mir hier ist nämlich Ramona von Kielfeder. Ich bin Julia von Miss Foxy Reads. Und wir wollen euch heute in dieser Sonderfolge ein bisschen das Programm der Tolino Story Days vorstellen. Genau, hallo Ramona, schön, dass du da bist. Hallo Julia, danke für die schöne Einleitung. Gerne, gerne. Und bevor wir richtig durchstarten mit dem Programm, haben wir noch zwei kleine Hinweise für euch. Erstens, alles wird aufgezeichnet, sowohl diese Podcasts als auch alle anderen Programmpunkte. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Programmpunkt heute nicht schafft, ihn aber gerne anhören, ansehen wollt, könnt ihr das im Nachgang machen. Es wird alles aufgezeichnet. Und ihr könnt gerne hier in den Chat auch jederzeit Fragen stellen und wir beantworten sie sehr, sehr gerne. Genau. Und dann würde ich sagen, wir steigen richtig ins Programm ein mit dem Freitag. Gestern gab es nämlich auch schon Programm, die lange Lesenacht. Und Ramona, magst du uns was über den Hauptakt des gestrigen Abends erzählen? Aber sehr gerne. Die Story Days haben ja gestern schon begonnen. Mit der langen Lesenacht sind wir eingestiegen und ganz, ganz viele Autorinnen haben in gemütlicher Atmosphäre aus ihren Büchern gelesen und mit Annabelle drüber gesprochen. Ich war leider nicht vor Ort dabei, habe mir Teile online angeschaut und ja, man bekam schon richtig Lust, sich da einfach auch dazu zu gesellen, sich da einzukuscheln. Und das war genretechnisch ja auch eine total bunte Mischung, also für jeden von euch was dabei. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das nochmal nachträglich anzuschauen. Ja, genau. Und den Abend gestern und auch die Lesenacht eröffnet hat Klaus-Peter Wolf. Und ich glaube, selbst wenn ihr den Namen noch nicht kennt, also seine Bücher habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also um die kommt man ja auch in der Buchhandlung oder so gar nicht herum. Er ist nämlich der Erfinder des Ostfriesen-Krimis. Klaus-Peter Wolf ist wirklich richtig erfolgreich. Also der ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Hörbuchsprecher und Drehbuchautor. Seine Bücher wurden in ganze 24 Sprachen übersetzt und tatsächlich über 13 Millionen Mal verkauft. Also dieser Mann ist echt ein Phänomen. Das hat mich auch total überwältigt. Und ich glaube, das funktioniert auch einfach so wahnsinnig gut, weil er halt einerseits einen Blick in die Abgründe so der menschlichen Seele wirft, aber andererseits das halt vor einer sehr idyllischen Kulisse tut. Ja, Jule, hast du eigentlich schon mal ein Buch von Klaus-Peter Wolf gelesen oder bisher auch noch nicht? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin ja auch nicht so die Krimi-Leserin. Also mich reizt dann schon mal eher ein Thriller, wenn das Thema stimmt. Aber Krimis nicht. Ich habe aber nach gestern Abend sehr große Lust bekommen, einen Ja. davon zu lesen, weil ich ihn unglaublich sympathisch fand. Es war ein richtig toller, gelungener Auftritt. Also ich habe mich echt amüsiert. Mir hat es super, super gut gefallen. Und überhaupt fand ich den Abend total cozy. Ja. Also auch so ein kleines Highlight war Annabelle, die extra einen Tolino-Pyjama anhatte. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut wirklich unbedingt noch mal rein. Das war echt cool. Und natürlich waren da auch für mich Autorinnen und Autoren dabei, die ich sehr mag. Und es war total schön, die einmal live zu sehen. Ich habe dir auch zwei mitgebracht. Zum einen nämlich Nele Neuhaus. Fun Fact: Von Nele Neuhaus habe ich noch nichts gelesen. Ich habe aber Oha. große Lust, weil ich wohne mittlerweile im Taunus und da spielen ja auch ihre Krimis. Und viele Orte sind mir bekannt, die einfach in ihren Büchern spielen. Also an der S-Bahn-Station, die ich nehme, wenn ich zur Arbeit oder einfach in die Stadt muss, wurde mal fast jemand umgebracht. Also irgendwie super erschreckend, aber auch super, super spannend. Und ja, von Nele Neuhaus erscheint im November ein neuer Krimi, In ewiger Freundschaft heißt er. Das ist der 10. Fall von Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Und es ist eben diese Taunus-Krimi-Reihe. Und es gibt auch einen Autor, den ich nicht mitbekommen habe, weil er sehr, sehr spät gelesen hat. Das ist Kai Mayer. Das ist einer meiner Lieblingsautoren. Den kennt man ja normalerweise eher aus den Genres Fantasy und Sci-Fi. Und er hat ja auch viele Graphic Novels zu dem Thema und so weiter. Super, super viel veröffentlicht. Übrigens veröffentlicht er schon so lange, wie ich alt bin. Also er hat sein erstes Boah. Buch in meinem Geburtsjahr veröffentlicht, Wahnsinn. was ich sehr krass finde. Und er hat jetzt mal ein ganz anderes Buch veröffentlicht. Das ist im Oktober erschienen. Die Bücher Der Junge und die Nacht. Das ist ein zeitgeschichtlicher Roman, der sogar in Leipzig spielt. Spannend. Sehr, sehr spannend und da muss ich auf jeden Fall im Nachgang noch mal reingucken.
Welche Autoren sind dir so im Gedächtnis geblieben? Na, einerseits natürlich Klaus-Peter Wolff, weil das einfach wahnsinnig sympathisch gemacht hat. Aber mir sind auch zwei weitere Namen auf dieser Besetzungsliste quasi gestern aufgefallen, und zwar Veit Etzold und Hera Lind. Das sind ja auch zwei sehr bekannte AutorInnen, aber natürlich aus ganz unterschiedlichen Genres. Mit Veit Etzold verbindet mich auch schon eine relativ lange Geschichte. Also mein erstes Buch von ihm habe ich 2012 gelesen. Das habe ich extra mal nachgeschaut. Das ist irgendwie auch schon ewig her. Und ja, besonders cool ist halt, dass der Autor ja auch hier dabei ist natürlich, aber er ist ja auch mit einer Rechtsmedizinerin verheiratet. Und Saskia, also seine Frau, berät ihn ja auch bei gerichtsmedizinischen Fragen. Und ich muss zugeben, ich folge den beiden auch mega gerne auf Facebook, weil die ja auch so gemeinsam Content machen und ja, aus ihrer Recherche und so weiter erzählen. Das finde ich immer sehr spannend. Und das ist auch einfach irgendwie eine coole Kombi, wenn man quasi als Autor Thriller schreibt und ja, die Frau in dem Bereich arbeitet. Genau, und Hera Lind, der Name ist mir auch ins Auge gefallen, weil den kennt man irgendwie. Das ist auch so eine Autorin, die ja wahrscheinlich jeder Leser, jede Leserin schon mal irgendwie gesehen hat, selbst wenn man noch kein Buch gelesen hat. Sie ist aber nicht nur eine sehr erfolgreiche Autorin, sondern auch eine extrem erfolgreiche Sängerin. Also sie hat da auch irgendwie eine Ausbildung und solche Sachen. Das fand ich total spannend, weil wusste ich persönlich auch gar nicht. Aber was bei ihr auch sehr interessant ist, ihre Romane basieren nur auf wahren Tatsachen. Also das hat mich ja total ja, begeistert, weil zum Beispiel das Buch, aus dem sie gestern gelesen hat, ist aus einem Tagebuch entstanden von einer über 80-jährigen Frau. Und das wurde dann auch so total emotional, weil sie hatte dieses Tagebuch dabei und hat halt ganz viel dazu erzählt, weil ihr das selber auch so am Herzen lag, diese ganze Thematik und eben halt diese wahren Geschichten von Menschen zu erzählen und sich da nichts auszudenken. Und boah, also das fand ich echt unglaublich, dass man so diesen Fokus beim Schreiben wirklich auf so ein Thema auch legt, was einem selbst so wichtig ist. Das hat mich total, ja, begeistert gestern. Also das fand ich auch schön, dass halt diese Lesenacht tatsächlich nicht nur aus dem reinen Lesen bestand, sondern die Autorinnen da auch so viel Eigenes noch mit reingebracht haben und ja auch teilweise so mit ihren Beweggründen, warum sie eigentlich schreiben, argumentiert haben oder halt diese Hintergrundgeschichten zum Schreiben noch erläutert haben. Und das, ja, dieses Persönliche, was man halt auch noch erfährt, das finde ich immer ganz schön bei solchen Veranstaltungen. Ja, ich auch. Ich merke das auch immer. Für mich kommt es nicht nur auf das Buch und auf den Klappentext an. Aber ich merke, wenn mir ein Autor, eine Autorin sehr sympathisch ist, dann habe ich immer das viel größere Bedürfnis, die Bücher auch nochmal zu Ja. lesen. Und das ist immer ganz schön, weil so entdeckt man nochmal neue Bücher. Ich glaube, darüber haben wir auch eben im Panel ein bisschen gesprochen. Es geht es da doch sehr, sehr ähnlich. Genau. Und ja, wir haben es eben schon erwähnt, mit Kai Meier ist die Lesenacht sehr, sehr spät zu Ende gegangen. Wir sind, glaube ich, beide etwas früher ins Bett, damit wir für heute fit sind. Wir waren nämlich auf jeden Fall heute schon sehr früh da, denn heute am Samstag ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr volles Programm am Start. Und eine kurze Einordnung für euch. Es gibt bei den Tolino Story Days heute drei verschiedene Formate. Wir haben einmal die Hauptbühne. Da ist auch gestern die Lesenacht, da hat sie stattgefunden. Und da finden heute auch ganz unterschiedliche Dinge statt. Talks mit Autoren, kleine Lesesessions und so weiter. Moderiert wird es von der Annabelle, die auch eine Moderatorin im Tolino Story Club ist. Und ansonsten gibt es noch die Workshops. Da gibt es drei verschiedene Slots. Da musste man sich vorher für anmelden. Wenn ihr jetzt einen gleich bei unserer Vorstellung spannend findet, seid nicht traurig. Auch die könnt ihr euch noch angucken. Und natürlich auch Podcasts, falls ihr mal etwas braucht, was nicht für die Augen, sondern eher für die Ohren ist. Genau, und heute Morgen, habe ich ja eben schon erwähnt, ging es direkt um 10 Uhr los mit unserem Panel zum Tolino Story Club. Da haben wir auch noch mal ein bisschen über gestern gesprochen und über den Story Club an sich. Und gerade eben um 11 ging es direkt mit dem nächsten Programmpunkt weiter, den Ramona und ich tatsächlich noch live erleben konnten und uns anschauen konnten. Und ja, Ramona, magst du mal was davon erzählen? Was war dein Eindruck? Worum ging es da? Also, wir sind heute quasi in den Tag gestartet mit dem New Adult Brunch und wie Julia schon gesagt hat, ich habe mich da auch mega drauf gefreut, weil da sind drei Autorinnen dabei gewesen, nämlich Katinka Engel, Lilly Lukas und Anja Omar. Und das sind ja alle drei sind sehr charismatisch, natürlich super beliebt, auch nicht nur mit ihren Büchern, sondern tatsächlich auch als Personen auf Social Media. Und sie sind einfach auch extrem erfolgreich, also Bestseller-Autorinnen.
Und ja, alle drei, mit allen dreien verbinde ich irgendwie etwas. Also zum Beispiel Katinka Engel kenne ich seit ihrem ersten Buch. Also das durfte ich damals noch vom Verlag testlesen, als halt niemand sie kannte, bevor es erschienen ist. Und mittlerweile hat sie einfach einen Riesenstapel Bücher geschrieben und so viele Bestseller. Das ist einfach total unglaublich. Ja, Lilly Lucas, ich meine, wir haben beide zusammen ihr eines Buch im Story Club gelesen Wir und sind große geliebt. Fans. Ja, große Fans. Das ist auch einfach, sie hat sich ja schon mit der Green Valley-Reihe in unserer beider Herzen geschrieben und ja, auch in die natürlich von vielen anderen LeserInnen. Und ja, wir sind beide, wie gesagt, große Fans. Und Anja Omar schreibt ja auch schon sehr lange und sie hat sich erst im Self-Publishing einen Namen gemacht. Das war auch damals mein erster Kontakt tatsächlich mit ihr. Mittlerweile veröffentlicht sie beim Label Endlich Kiss, das ist ein romantisches Label bei Rowohlt, ihre Bücher und die gehen halt auch echt durch die Decke. Das ist sehr besonders, weil sie auch ernste Themen in ihre Bücher mit einbindet, die sehr berühren und ja, mein Herz vor allem auch da echt erreichen. Ja, genau. Und die drei haben gerade so in Brunch-Atmosphäre, also sie hatten auch irgendwie was zu essen und Kaffee vor sich stehen, haben sie in Brunch-Atmosphäre miteinander geplaudert. Es war wirklich sehr gemütlich. Es war absolut wundervoll, denen zuzuhören, weil man auch einfach selten gleich drei so großartige Frauen auf einem Haufen quasi hat. Ja, und sie haben zusammen mit Annabelle auch viel über die Nürdal-Szene gesprochen und das war echt ganz spannend, das halt auch nochmal so aus AutorInnenperspektive zu erleben. Also zum Beispiel ging es auch um die Veränderung, die New Adult in den letzten Jahren so durchgemacht hat. Also dass es ja vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren noch extrem toxisch war. Viel so diese Bad Boys, die irgendwie gebrochen mit ihren krassen Problemen sind. Und heutzutage ist es auch viel so Nice Guys, die irgendwie nicht ganz so kompliziert sind. Ich meine, vielleicht ist dir das ja wahrscheinlich auch aufgefallen, wie sich die Bücher auch verändert haben. Von früher, sag ich mal, bis heute. Ist dir was aus dem Gespräch noch im Kopf geblieben? Ich fand es total schön, dass über Diversität gesprochen Ja. wird. Und das schließt ja auch so ein bisschen an das an, was du gesagt hast. Es gibt quasi diese Veränderungen. Vor 5 Jahren waren New Adult Bücher noch komplett anders als heute. Und es werden, das sagst du auch schon, super viele ernste Themen besprochen und auch eben da nicht Halt gemacht von, ja, Diversity-Themen. Anja Ja. Omar zum Beispiel ist Ja. ja selbst eine schwarze Autorin. Natürlich bringt sie da noch mal ihre eigene Perspektive mit rein. Auch super wichtig, wenn wir von Own Voice Stimmen Ja. sprechen. Das fand ich total schön, dass die drei sich da auch sehr, sehr einig waren oder sogar die vier. Ich meine, Annabelle ist ja auch New Adult Autorin Stimmt. und wirklich gesagt haben, dass sie die Veränderung sehr begrüßen. Und was mir irgendwie noch nie so bewusst war, aber darauf hat mich Lilly Lucas ein bisschen gestoßen, ist, dass die Frauen in ihren Büchern sehr oft auch Berufe haben, die gar keine typischen Frauenberufe sind. Also du weißt es ja selbst, so, es gibt natürlich Lena, die im Hotel arbeitet und Izzy, die Skilehrerin ist, aber es gibt eben auch eine Automechanikerin oder eine Craft-Bier-Brauerin. Und das sind ja auch Themengebiete, in die Lilly Lucas bisher keine Einblicke hatte. Da musste sie sich also ganz schön was zusammen recherchieren. Und genau, Katinka hat ja auch erzählt, dass sie sich angeschaut hat, wie man ein Auto knackt. Das waren auch ganz viele lustige Facts, die da so ja, ins Gespräch eingebracht wurden. Das fand ich sehr, sehr interessant und auch sehr lustig dazu zu hören. Ja, zumal, was sie halt quasi alles auch machen müssen, sag ich mal, um für ihre Bücher zu recherchieren. Aber was tatsächlich ich auch als Thema zwischen den Vieren sehr interessant fand, war auch dieser Druck, der aktuell auf der Vermarktung liegt. Also, dass die Erwartung der LeserInnen sehr hoch ist, wenn ein neues Buch erscheint, von wegen, dass gleich die Frage kommt. Und jetzt, wo ist die Elo? Wo ist irgendwie die Signieraktion? Wo ist irgendwie die Buchbox? Also, dass diese Erwartungshaltung, dass da eine Menge Merch und drumherum stattfindet, sehr groß ist und dann auch wahrscheinlich viele LeserInnen enttäuscht sind, wenn eben halt, das heißt, es gibt keine Signieraktion, weil das mittlerweile so normal geworden ist und so selbstverständlich, dass ein Buch quasi fast schon abgewertet wird, wenn es das nicht hat. Das fand ich auch teilweise echt erschreckend, weil ich muss persönlich sagen, es ist nett, wenn es eine Illu gibt oder so, aber ich brauche das persönlich nicht, um mich vom Buch überzeugen zu lassen. Also. Ja, mir geht's auch so, mir geht's wirklich um die Geschichten. Die stehen für mich im Vordergrund und alles andere ist nebensächlich. Ich lese ja fast auch nur noch auf dem E-Reader. Also ich habe Ah. von einem, ich habe von der besonderen Ausstattung eh nichts. Aber genau, das ist mir auch aufgefallen und das fand ich sehr interessant, wie die drei das sehen. Und zu dem Abschluss hat es mit ein paar Fun Facts Oh ja. genommen. Das war so ein kleines Spiel, in dem oder bei dem die anderen raten mussten, wer oder zu wem der Fun Fact gehört. Und mein Highlight war ein bisschen, dass Lilly Lucas einen ganzen Tag als Tätowiererin gearbeitet hat.
Das fand ich auch irgendwie ziemlich cool, weil wenn man tatsächlich mal so in andere Berufe reinschnuppert, das muss auch wirklich spannend sein. Was ich tatsächlich lustig fand, war, dass Anja Omar mal ihr Auto als gestohlen gemeldet hat und dann hat sie es durch Zufall eine Woche wiedergefunden und sie hatte einfach vergessen, wo sie es abgestellt hat. Also die Anekdote hat sie so ein bisschen abgewandelt, auch in einem ihrer Bücher verarbeitet. Vielleicht kennen die Leserinnen unter euch das auch und wissen jetzt, welches Buch gemeint ist, aber das fand ich wirklich so witzig, ja auch, dass man tatsächlich immer so ein bisschen auch was Eigenes in die Bücher ja einbringen kann, Ja. indem man halt mal über den eigenen Tellerrand auch hinausschaut. Genau. Und jetzt geht es ja ganz spannend bei uns im Programm weiter, nämlich mit Sessions, die wir uns noch nicht anschauen konnten. Ja, das ist total schade, weil zum Beispiel parallel zu unserem Podcast hier läuft gerade eine Veranstaltung mit Ursula Poznanski. Das ist ja auch kein unbekannter Name. Das Thema dieser Session ist ihre neue Reihe. Da ist ja jetzt gerade, also auch nicht gerade, aber vor kurzem der erste Band erschienen, Stille blutet. Und das haben wir im Oktober auch im Tolino Story Club gelesen und uns sehr intensiv darüber ausgetauscht. Da sind ja auch so Themen wichtig, zum Beispiel Social Media wird sehr stark thematisiert und wie dort auch ein tragisches Ereignis verarbeitet wird. Also, dass dann zum Beispiel Memes entstehen oder dass Unbekannte halt so tun, als wären sie irgendwie das nächste Opfer oder dass eben halt auch über bisherige Opfer hergezogen wird oder dass wie so eine Art Hashtag-Kampagne entsteht. Das fand ich spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie sich das ja auch verselbstständigen kann oder eben halt auch die Ermittlungen blockieren kann, wenn ja irgendwer schreibt, haha, ich werde jetzt auch demnächst sterben. Ja, dass da auch so der Respekt so ein bisschen verloren geht, wenn die Leute halt denken, oh, sie sind anonym. Aber ja, spannend fand ich es tatsächlich auch, Ursula im Buchclub zu lesen, weil mich ihre Bücher auch tatsächlich schon echt lange begleiten. Also, ich habe 2010 Erebos von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ich kannte sie vorher noch nicht. Und seither bin ich einfach Fan und habe echt viele Bücher von ihr gelesen. Und das ist ja schön, wenn sie, wenn AutorInnen so lange quasi auch ein Teil von dem eigenen Lesegeschmack sind. Und im Buchclub war Erebos tatsächlich auch für viele andere Mitlesende der Einstieg, wie man so zur Autorin gefunden hat. Ich weiß nicht, kennst du sie vielleicht auch? Und was war dein erstes Ja, Buch? ich bin gar nicht mehr sicher, ob es Erebos war oder der erste Band von ihrer dystopischen Trilogie. Ja. Die war ja auch im Jugendbuch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie der erste genau heißt. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Aber genau, sie hat eine dystopische Jugendbuchtrilogie geschrieben. Und es kann sein, dass ich da zumindest den ersten Band vor Erebos gelesen habe. Die fand ich auch immer sehr spannend. Ja, aber das war so, das war echt ganz cool. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig, dass ich mir diese Session nicht angucken kann. Aber das Ja, werde ich genau. nachholen. Der Talk läuft nämlich gerade und wenn ihr lieber bei uns bleiben möchtet, dann tut es sehr gerne. Ihr könnt sie ja auch noch nachschauen. Genau. Das Ganze läuft jetzt bis 13 Uhr und um 13 Uhr gibt es eine ziemlich interessante Session und da habe ich auch direkt mal eine Frage an dich, Ramona. Und zwar, wie informierst du dich über Neuerscheinungen deiner LieblingsautorInnen? Ich bin ganz ehrlich, Social Media. Also ich bin da total Instagram-mäßig unterwegs, dass ich halt den AutorInnen, die ich mag, folge und dann dort erfahre, wenn sie was Neues veröffentlichen. Ja, so geht es mir auch. Falls ihr nicht so Social Media affin seid oder euch vielleicht gerade einfällt, dass ihr einen eurer Autorin da noch nicht abonniert habt, gibt es eine sehr, sehr interessante Session Best of Neuheiten eurer ErfolgsautorInnen. Und da gibt es nämlich Gespräche mit Autoren, die heute keine Zeit hatten, aber bereit waren, ein kleines exklusives Interview für die Story Days zu geben. Das heißt, da werden kleine Videos eingespielt, die könnt ihr euch angucken. Und wer da dabei ist, ist zum Beispiel David Safir, über den haben wir heute auch schon sehr viel geredet. Dann ist Bion Catilatu dabei, das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kober. Und Tatjana Kiel und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die fünf da erzählen und welche neuen Bücher sie für uns dann bald im Gepäck haben. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Ja, und um 14 Uhr entführen uns dann zwei Autorinnen in die Vergangenheit. Da geht es nämlich um historische Familiensagas. Mit Miriam Georg geht es ins Hamburg des 20. Jahrhunderts. Das ist spannend für mich, denn das interessiert mich jetzt spontan auch, als ich dazu recherchiert habe, weil immerhin lebe ich jetzt in Hamburg und tauche einfach auch gerne ein bisschen in die früheren Facetten dieser Stadt ein. Und mit Christiane Lind geht es dann nach Bremen ins 14. Jahrhundert. Beide Autorinnen beschäftigen sich mit Frauenschicksalen quasi in den unterschiedlichsten Epochen. Und ja, Christiane Lind schreibt auch noch ganz viele andere Genres irgendwie unter Pseudonym. Ich habe früher ja wirklich echt viele historische Romane gelesen, also mittlerweile ist das nur noch so vereinzelt.
Aber ich muss sagen, die Vergangenheit ist und bleibt einfach faszinierend. Ich glaube, du liest nicht so viel Historisches. Das ist richtig. Also, ich habe definitiv schon historische Romane gelesen. Da verhält es sich bei mir ein bisschen wie mit Krimis. Wenn ich das Thema interessant finde, dann greife ich auch gerne mal dazu. Und da finde ich besonders Romane spannend, die so im 20. Jahrhundert spielen, gerade auch in Deutschland. Das finde ich irgendwie spannend. Da gibt es schon einige Themen, die mich da ansprechen können. Ansonsten bin ich neben New Adult auch total viel so im Bereich Fantasy und Science Fiction zu Hause. Und wenn ihr das auch seid, dann ist vielleicht der Talk um 15 Uhr genau das Richtige für euch. Und ich habe da direkt auch eine Frage an dich zurück, Ramona. Liest du auch gerne Fantasy? Naja, also ich glaube, ich lese sehr wenig Fantasy. Also wenn ich mal Fantasy lese, dann ist das wirklich ausgewählt und sollte auch nicht zu fantastisch sein. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, sowas wie Herr der Ringe ist gar nicht meins. Ich mag es, wenn es auch noch einen Bezug zur realen Welt hat. Und was muss ein Fantasy-Buch haben, damit du da, also damit du zum Buch greifst? Das geht tatsächlich meistens übers Cover. Also mich muss das Cover ansprechen, und dann schaue ich mir die Kurzbeschreibung an. Also das ist so meine Reihenfolge. Das ist sehr interessant. Falls es euch anders wie Ramona geht und euch können Fantasy-Bücher auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja, begeistern, dann solltet ihr auf jeden Fall in den Fantastalk reinhören. Der wird moderiert von der lieben Laura von Tolino Media, die mit drei Self-Publishing-AutorInnen spricht. Und es geht ganz konkret um unterschiedlichste fantastische Welten aus der Self-Publishing-Szene. Dann sind nämlich zu Gast Katrin Ilz, Thorsten Weitze und Felicity Green. Und die schreiben alle drei eine ganz unterschiedliche Art von Fantasy. Katrin Ilz ist Fantasy-Autorin aus dem Genre der Dark Fantasy. Und die hat dieses Jahr sogar ihr 5-jähriges Self-Publishing-Jubiläum. Wow. Und wenn ihr vielleicht sogar häufiger auf Twitch unterwegs seid oder vielleicht auch selbst schreibt und manchmal Coworking-Sessions auf Twitch sucht, Katrin Ilz macht es. Also sie schreibt wirklich auf Twitch und arbeitet da mit euch zusammen. Das ist ja cool. Ja, Thorsten Weitze schreibt klassische Fantasy, also wirklich sowas wie Herr der Ringe, aber auch Urban Fantasy, das heißt dann Fantasy, die in unserer Welt mit verankert ist. Außerdem ist er wie viele Fantasy-Autoren Pen-and-Paper-Spieler. Und was mich besonders bei ihm, also eine Reihe, die mich besonders bei ihm angesprochen hat, vielleicht würde die dir sogar auch gefallen, ist Nebula Convicto. Da geht es um Detective Grayson Steele. Das ist ein magischer Ermittler und der ermittelt in unterschiedlichen Städten. Die Reihe hat bisher drei Bände. Der erste spielt in London, der zweite in Hamburg und der dritte in Paris. Also sehr, sehr spannend. Es hat mich direkt angesprochen und ich bin ganz gespannt, über was er so berichtet. Und die dritte im Bunde ist Felicity Green. Sie ist auch Urban Fantasy, aber auch Paranormal Mystery Autorin. Und in ihren Büchern dreht sich ganz viel um die Mythen, die Magie und Mystery in Schottland und Irland. Und ich glaube, sie weiß, wovon sie schreibt, denn sie lebt es über 10 Jahre selbst in England und hat da wahrscheinlich sehr viel mitgenommen auf ihren Wow. Reisen. Genau, und ihr habt schon gehört, es sind ganz unterschiedliche Genres. Und die drei sprechen mit Laura darüber, was Fantasy so für sie ausmacht, was für sie ein gutes Fantasy-Buch ist. Und ja, genau, da könnt ihr also drauf gespannt sein. Das ist sehr viel umfangreich. Ja, und auch so unterschiedlich und Ja. so facettenreich, das finde ich an dem Genre total interessant. Und da reden wir ja wirklich nur über Fantasy als Untergenre der Fantastik. Also sehr, sehr cool. Wahnsinn. Genau, und ich würde auch direkt weitermachen mit dem nächsten Punkt, denn um 16 Uhr gibt es einen Markenbotschafter-Talk mit den Tolino-Markenbotschaftern. Ramona, kennst du Firmen, die mit Markenbotschaftern zusammenarbeiten? Fällt dir da spontan was ein? Also aus der Buchbranche fällt mir spontan Carlsen ein, die ja diese Kooperation mit Markenbotschaftern haben, die immer für ein Jahr quasi die Erscheinungen, die Neuerscheinungen vorstellen. Ansonsten in der Buchbranche ist das ja eher selten, dass Leute so lange engagiert werden, dass sie wirklich auch für die Marke stehen. Das sind ja mehr dann so einzelne Kooperationen für bestimmte Titel. Aber gerade bei vielen großen Unternehmen gibt es ja sehr, sehr häufig Markenbotschafter. Das sind ja oft Celebrities, also Stimmt. sehr berühmte Personen, die dann für die Marke stehen, auf den Postern zu sehen sind und so weiter. Und genau das hat sich Tolino auch gedacht. Allerdings haben wir jetzt halt keine super berühmten Personen gefragt, sondern Menschen, die super, super gerne lesen und vielleicht auch darüber bloggen, Buchhändler sind und so weiter.
Und die Hintergrundgeschichte dazu ist eigentlich ganz lustig, weil Tolino immer, wenn neue Reader kommen, mehr ein Shooting gemacht hat. Und die haben dafür immer Models gebucht und haben dann natürlich die Models irgendwo lesen lassen und so weiter. Und ja, dann hat sich Tolino gedacht, hey, warum machen wir das nicht einfach mit unserer Community? Und die haben wirklich eine bunte Mischung aus Markenbotschaftern, zum Beispiel Annabelle ist Markenbotschafterin, Philipp, unser Mitmoderator, ist Markenbotschafter. Ansonsten gibt es Leserinnen, sogar ein Autor von Tolino Media, eine Buchhändlerin und so weiter, die dann wirklich vor der Kamera standen und mit den neuen Tolinos abgelichtet werden. Und ihr seht die Markenbotschafter auch immer mal bei Veranstaltungen, zum Beispiel in diesem Talk heute. Da ist Janett da und die spricht eben mit Julia und auch mit Annabelle als Markenbotschafter so ein bisschen, wie das Leben als Markenbotschafter so ist. Genau, finde ich super, super spannend. Ich hoffe, wir können da mal ein bisschen reinhören. Ich habe zwar schon immer viel davon mitbekommen, aber mich interessiert wirklich, wie es für die beiden so ist, da als Markenbotschafter unterwegs zu sein. Ja, aber echt auch spannend, dass man ja nicht einfach Models bucht, sondern halt wirklich reale LeserInnen, wo man auch weiß, die lesen wirklich gerne mit dem Tolino und sind da auch unterwegs und nutzen den. Also ich finde, dann ist das auch viel authentischer, als wenn halt irgendwo in einer Agentur 3, 4 Leute gebucht werden, die dann so ein Ding in die Hand kriegen. Ja, Also und auch so ganz unterschiedliche Altersstrukturen und Persönlichkeiten, das finde ich total spannend. Und ich finde, man merkt es auch, wenn ihr jetzt so ein so eine Tolino-Broschüre in der Buchhandlung zum Beispiel seht, das sind schon die ganzen Markenbotschafter drin. Das sieht total cool aus. Ich finde es richtig gut gelungen. Auch die Fotos, die da entstanden sind. Das sieht einfach natürlich aus. Ja, genau. Ja, und danach folgt tatsächlich ein Slot mit einer Autorin, deren Namen bestimmt auch einige von euch kennen. Und zwar geht es um Laura Kneidl. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr auch ihre Bücher Berühre mich nicht und Verliere mich nicht. Die sind ja quasi auch vor diesem riesig großen New Adult Romance Hype erschienen, nämlich 2017. Das sind Spiegel-Bestseller auch gewesen. Ich habe sie beide gelesen. Jule war auch ganz begeistert, wie ich Genau, ich habe weiß. sie auch gelesen. Genau, und jetzt sind schon einige Jahre seit der Veröffentlichung vergangen. 5-jähriges Jubiläum, wie gesagt. Jetzt sind gerade ganz frisch so auch Sonderausgaben mit Farbschnitt und ganz toll gestaltet rausgekommen. Sind euch bestimmt auch schon über den Weg gelaufen. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar steht jetzt eine Graphic Novel in den Startlöchern. Also die soll im Januar 23 erscheinen. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Aber ich muss sagen, Graphic Novel ist ja so im Liebesroman-Genre eher ungewöhnlich. Also insgesamt würde ich sagen, Graphic Novels haben in den letzten Jahren insgesamt einen starken Beliebtheitsschub so gemacht. Aber das ist ja mehr so Krimi und Fantasy, also oder weniger halt so Liebesroman. Und ich finde jetzt diesen Vorstoß vom Verlag in eine echt neue Welt sehr spannend. Und bin sehr gespannt auf diesen Talk, weil ich gerne wissen möchte, wie das auch so entstanden ist, wie es dazu gekommen ist, wer die Idee hatte, aber auch natürlich, wie sich das einfach anfühlt, nach 5 Jahren so die Geschichte aus den eigenen Händen zu geben. Ich meine, das wird ja für Laura Kneidl auch so ein richtiger Umbruch gewesen sein. Ja, Jule, du bist auch ein großer Fan von den Büchern, ja, und auch von Graphic Novels, wie ich Ja, ja. weiß. Was sagst du zu dieser Idee und wirst du auch zu den Büchern greifen? Ich denke schon, ich bin deswegen sehr auf den Talk gespannt, weil mich interessiert, ob die Graphic Novel quasi eins zu eins das Buch ist. Das finde ich nämlich immer schwierig. Ich habe ein paar Literaturadaptionen im Graphic Novel-Bereich gelesen und irgendwie trauere ich dann immer der Buchgeschichte so ein bisschen hinterher, weil natürlich vieles anders funktioniert. Ich mag es lieber, wenn Geschichten quasi für Graphic Novels geschrieben und gedacht werden. Das merkt man, finde ich, den Büchern schon an. Ansonsten finde ich die Entwicklung super spannend, weil ich liebe ja New Adult Romane und ich würde mir wünschen, dass davon mehr in Graphic Novel Einzug findet, weil ich glaube, dass durch Graphic Novel auch viele neue Leute Literaturliebhaber werden. Und wenn sie vielleicht auch das Genre da repräsentiert fühlen, oder sich mit diesem Genre repräsentiert fühlen, dann glaube ich, kann es der Literaturwelt nur gut tun und ich auch völlig eigennützig freue mich natürlich auch drüber, dass da so zwei Lieben quasi vereint werden. Aber was du schon gesagt hast, ich bin auch sehr gespannt, wie der Text verändert wird, ob der quasi einfach eins zu eins übernommen wird, was ja eigentlich kaum möglich ist, oder wie sie ihn halt quasi gestalten, damit der dann auch zu dieser neuen Erzählform quasi passt. Also da bin ich echt neugierig, was Laura so erzählen wird. Ja, ich auch.
Genau. Und dann wäre um 18 Uhr eigentlich Andreas Winkelmann gekommen für einen Talk. Und ich bin sehr traurig. Ich habe ja einen Live mit ihm machen dürfen im Rahmen des Tolino Story Clubs. Und ich fand ihn unglaublich sympathisch, unglaublich witzig. Und ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Leider kann er nicht dabei sein. Aber Tolino hat schon für Ersatz gesorgt. Und zwar wird von 18 Uhr bis 18:30 Uhr Sebastian Fitzek zu Gast sein. Und er bringt Dirk Eilert mit. Und ich habe da direkt auch wieder eine Frage an dich, Ramona. Und zwar hast du dich schon mal mit Körpersprache auseinandergesetzt? Ja, und zwar mit meiner eigenen, weil es ja doch ein Unterschied ist, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man von anderen Menschen wahrgenommen wird. Also das ist ja ein total spannendes Thema, was es teilweise für einen Unterschied macht, wie man steht oder wo man seine Hände hat oder wie man halt sein Gesicht ja auch kontrolliert, wenn man selber denkt, man hat einen neutralen Gesichtsausdruck, kriegt man von außen die Rückmeldung, dass man irgendwie besonders grimmig reinschaut oder so. Ja, ist ein spannendes Thema. Ja, genau. Und das ist auch das Thema von Sebastian Fitzeks neuem Thriller. Der heißt nämlich Mimik. Und es geht auch um Mimik. Und zwar um Hanna Herbst. Das ist Deutschlands erfahrenste Mimik-Resonanzexpertin. Und die hat nach einer Operation einen Gedächtnisverlust. Dann bekommt sie aber einen neuen Fall. Und zwar hat also eine Frau hat ihre gesamte Familie ermordet. Und sie bekommt ein Video und soll diese Frau analysieren. Und der Clou ist eigentlich, dass sie die Person in dem Video ist. Unglaublich spannend, auch so vom Thema. Und wer Sebastian Fitzek bei der Recherche seines Buches sehr unterstützt und beraten hat, das ist nämlich Dirk Eilert. Dirk Eilert ist der führende Mimik- und Körpersprache-Experte im deutschsprachigen Raum. Und die beiden werden für eine halbe Stunde von zu Hause aus zugeschaltet und sprechen mit Annabelle über das Thema. Und das ist etwas, und auch ich habe es eben schon gesagt, so für mich muss das Thema stimmen, damit ich zu manchen Genres greife. Und das ist genau so ein Buch, auf das ich mich schon sehr freue, weil ich das Thema einfach unglaublich spannend finde. Ja, zumal wir daraus quasi dann einen Spannungsroman macht aus diesem Mimikthema, sag ich mal. Genau, und um 18:30 Uhr geht es auch direkt spannend weiter, denn normalerweise hätte Annabelle mit Andreas Winkelmann einen Escape Cube gelöst. Und da Andreas Winkelmann nicht zur Verfügung steht und ich ein Live mit Andreas Winkelmann gehalten habe, darf ich Annabelle dabei helfen. Also ihr dürft oder ihr müsst nicht traurig sein, dass ihr nichts über Andreas Winkelmann erfahrt. Ich werde ein bisschen erzählen, ich werde ein bisschen plaudern, was ich so im Live erfahren habe. Wir werden euch auch ein bisschen was daraus einspielen. Und dann müssen Annabelle und ich ran und diesen Escape Room lösen. Hast du Erfahrung mit Escape Rooms? Magst du Escape Rooms? Ich finde das total cool. Also ich war bisher leider nur in einem Escape Room und zwar in Hamburg auf einem Schiff. Das war mega Das cool. klingt spannend. Das war richtig spannend. Das hat so Spaß gemacht. Aber ich mag auch diese Exit Games, diese Escape Games für zu Hause löse ich auch mega Ja. gerne. Also man darf dafür nicht zu müde sein. Da verliert man sehr schnell die Lust. Exakt. Aber oh, die sind total cool. Mache ich gerne. Dann zählen wir auf dich im Chat, weil, lieber Auf jeden Chat, auch Fall. ihr seid gefragt, denn wir können Hilfe von euch bekommen. Und Annabelle und ich, wir haben zwei anstrengende Tage hinter uns. Annabelle, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als ich. Wir werden also definitiv müde sein und wir hoffen auf eure Unterstützung. Seid also auf jeden Fall dabei. Und ja, wenn ihr nicht weiterkommt, hilft uns dann Ramona aus dem Chat ein bisschen. Genau. Bevor wir aber zu den anderen beiden Formaten von heute kommen, nämlich den Workshops und den Podcasts, habe ich noch eine Frage aus dem Chat bekommen und die würde ich dir einmal gerne stellen und sie dann auch selbst beantworten. Ramona, liest du auch gerne in anderen Sprachen? Tatsächlich gar nicht. Also ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, auch mal auf Englisch zu lesen. Und ich habe früher doch, ich habe mal auf Spanisch gelesen, so weil ich auch in der Schule Spanisch hatte. Ich fand die Sprache cool. Ist mittlerweile total untergegangen. Also ich lese tatsächlich nur deutschsprachig. Okay. Wie ist das bei dir? Mir geht's ein bisschen anders. Ich versuche jetzt wieder mehr Englisch zu lesen. Okay. Ich muss auf der Arbeit viel Englisch sprechen, Englisch Ja, okay. schreiben und mir tut es irgendwie gut, wenn ich das wirklich regelmäßiger mache. Und ja, ich finde, es ist auf der Arbeit noch mal was anderes als im Ja. Privaten. Deswegen versuche ich das eben auch im Privaten so ein bisschen durchzuziehen und da dann irgendwie zum Beispiel Romans lese ich sehr gerne auf Englisch. Genau, andere Sprachen eigentlich weniger. Ich habe so ein, zwei Klassiker mal versucht, auch Französisch zu lesen. Oha. Also genauso Der kleine Prinz. Oder ich glaube, ich habe was von Sartre gelesen, was super hart war. Wow. Aber genau, eigentlich hätte ich da auch mal wieder mehr Lust, so ein bisschen einzusteigen. Genau, ich bin da eigentlich sehr offen für. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, wir sind jetzt die ganzen Talks durchgegangen vom Programm her. Dann springen wir mal zu den Workshops. Das ist ein Programmpunkt, da musstet ihr euch im Vorhinein anmelden, aber da müsst ihr auch nicht traurig sein, denn ihr könnt euch die natürlich auch im Nachhinein dann anschauen.
Im Programm gibt es insgesamt 3 Workshops und ich finde, wenn man sich das thematisch mal wirklich so anschaut, ist das eine wunderbare Möglichkeit, sich als Autorin aufs Schreiben einzustimmen, weil das thematisch wirklich alles irgendwie abdeckt. Also zuerst konnte man sich für einen Blick hinter die Kulissen vom KISS Verlag anmelden. Das hatte ich ja heute schon mal. Das ist das Romance-Label vom Rowohlt Verlag und da hat zum Beispiel auch Anja Omar ihre Bücher veröffentlicht. Ich bin selbst ein großer Fan und habe fast alle bisher erschienenen Bücher aus dem Programm gelesen. Mit in diesem Format ist dann eine Lektorin, die Programmleiterin und natürlich auch Anja Omar. Und die lassen euch nachher dann einen Blick durchs Schlüsselloch quasi von KISS werfen. Das wird bestimmt sehr spannend, denn ich war selbst auch schon mal im Verlag und ich weiß, dass die dort sehr kreativ sind und viele Ideen haben, was sie für Publikum quasi machen können. Also ich weiß nicht, was im Workshop-Thema sein wird, aber so viel kann ich zumindest sagen. Der zweite Workshop wird dann mit der Autorin Doris Dörri stattfinden und hier bekommt ihr kreative Tipps einer Bestseller-Autorin. Also das ist doch echt mal eine tolle Gelegenheit, Tipps zum Schreiben aus erster Hand zu bekommen und noch dazu, wenn jemand einfach auch so erfolgreich ist und auch schon so lange in der Branche unterwegs ist wie Doris. Der genaue Titel ist Leben, Schreiben, Atmen. Und ich finde, das klingt auch irgendwie so, als würde man das Schreiben halt nicht im Sinne einer Sportart betreiben, so von wegen 3, 4, 10 Bücher pro Monat, sondern so, als wäre da irgendwie auch irgendwie noch eine Portion Achtsamkeit und Gelassenheit mit dabei. Das fand ich irgendwie ganz schön, dass man sich eben neben dem Schreiben auch noch Zeit zum Leben und zum Atmen nimmt. Genau, und der dritte Workshop heißt dann Self-Publishing mit Tolino Media und da werdet ihr von Laura und Martina aus erster Hand erfahren, wie Tolino Media auch euch Schritt für Schritt auf dem Weg zum eigenen Buch unterstützen kann. Und ja, wenn man noch ganz, ganz viele Fragezeichen zum Schreiben und zum Veröffentlichen im Kopf hat, dann sollte man da wohl auf jeden Fall mal reinschauen. Also egal, ob nun live oder dann später in der Mediathek. Das sind ja 3 wirklich sehr spannende und vielfältige Themen. Jule, auf welchem Workshop hättest du spontan jetzt am meisten Lust? Ich muss gerade echt ein bisschen überlegen. Ich fände den KISS Verlag so in meiner Rolle als Leserin total spannend. Ich glaube, das wäre da mein Highlight. Ansonsten finde ich Schreibworkshops total spannend, weil, also ich schreibe privat total viel. Ich glaube, ich werde nie an den Punkt kommen, an dem ich was veröffentliche. Aber ich finde es total spannend, weil das ein super interessantes Handwerk ist. Und da zu erfahren, wie gehen andere AutorInnen daran, was sind so ihre Tricks, ihre Erfahrungen, das finde ich immer so ganz persönlich sehr, sehr spannend. Ich glaube sogar, das wäre mein Highlight. Dafür würde ich mich spontan aus dem Bauch heraus auch entscheiden. Sehr Ich gut. schreibe zwar nicht selber, aber einfach halt jemand anderem mal zuzuhören, wie derjenige seine Arbeit organisiert, was ja Arbeit ist in dem Fall. Also ja, das ist echt sehr spannend. Wie gesagt, wenn ihr euch dafür nicht angemeldet habt, schaut euch das doch im Nachhinein noch an. Genau. Und es gibt ja nicht nur Workshops, es gibt auch sehr, sehr viele Podcasts. Wir sind ja gerade mitten in einem, aber euch erwarten auch noch weitere. Heute Morgen um 11 Uhr ging es ja direkt schon mit dem ersten los. Und zwar hieß der Auf einen Kaffee mit Tolino Media. Mit dabei war die Autorin und Grafikdesignerin Juliana Fabula und auch wieder Laura von Tolino Media. Und die beiden haben einfach mit einem Kaffee ganz gemütlich gequatscht. Und zwar ist Juliana Fabula sowohl Autorin als auch Coverdesignerin als auch Twitch-Streamerin. Das heißt, sie hat total viel zu berichten. Und ja, sie haben so ein bisschen übers Schreiben und übers Veröffentlichen gequatscht und auch über kleine Katastrophen, die an der einen oder anderen Stelle passieren können. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr unterhaltsamer und ein sehr, sehr informativer Einblick ins Self-Publishing. Und ja, falls ihr es verpasst habt und euch dafür interessiert, hört auf jeden Fall einmal rein. Dann sind wir natürlich gerade mit euch live in der Podcastaufnahme mit unserer Sonderfolge für die Tolino Story Days. Und außerdem erwarten euch heute noch 2 weitere Podcasts. Der erste ist um 14 Uhr, der heißt Zeit für mich. Und bei mir zu Gast sind Karin Kuschig und Veit Lindau. Das sind beides ja, Coaches im weitesten Sinne. Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit anderen um, mit ganz unterschiedlichen Themen. Darüber werden wir später nochmal genauer sprechen, wie die beiden so für sich das Thema Zeit für mich ja, thematisieren. Und um 16 Uhr geht es dann direkt weiter mit dem Thema Literatur im digitalen Wandel.
wie Twitch, Bookstagram und Co. die Literaturwelt verändern. Gerade so das Wort Twitch ist heute ja schon häufiger gefallen. Irgendwie wird Stimmt. es gerade bei Autorinnen und Autoren immer wichtiger. Und mit mir dabei sind der Autor Christoph Hadebusch, dann Lea Kaib ist Autorin und auch Content Creator. Und Mikkel Robran, auch Autor, der aber eine super, super lange Laufbahn in der Gaming-Branche hatte. Und ich rede mit den dreien ein bisschen darüber, wie eben gerade neue soziale Medien reinkommen oder immer wichtiger werden und was es für sie als Autor, aber auch als Creator genau bedeutet. Und jetzt gebe ich die Frage, die du mir eben gestellt hast, direkt mal zurück. Auf welchen Podcast freust du dich am meisten? Wo willst du unbedingt reinhören? Ich glaube, ich freue mich tatsächlich auf den letzten mit Lea, Mikkel, dir, weil diese ganze Twitch-Thematik, ich bin da noch nicht so durchgestiegen, weil ich selber auch nicht streame oder irgendwie Gamerin bin, aber ich dieses Thema an sich total spannend finde, dass auch AutorInnen sich immer mehr digitalisieren, klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal, aber halt immer mehr auch online vermarkten und das halt abseits von Instagram und Co., also diesen bekannten Plattformen, dass sie sich halt neue suchen, dass halt auch über Twitch irgendwie Lesungen gestreamt werden und solche Sachen. Also Ja. das finde ich echt spannend. Das hat ja auch, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren sich nochmal sehr stark verändert. Das stimmt, genau. Ich freue mich persönlich auch sehr auf das Gespräch mit Karin und Veit, weil das zwei tolle Menschen sind, die einen ganz wundervollen Blick aufs Leben haben. Ich habe ja die beiden Bücher vorab gelesen und war da echt begeistert. Und ich bin gespannt, was sie uns so erzählen können und was wir so daraus mitnehmen. Ja, also das ist echt ein krasses Programm, wenn ich mir das jetzt noch mal so durch den Kopf gehen lasse. Wir haben euch jetzt so viele spannende Veranstaltungen, Talks, Workshops, Podcasts vorgestellt. Also ich muss sagen, mir schwirrt gerade so ein bisschen der Kopf, weil ich kaum weiß, was ich mir eigentlich zuerst angucken möchte. Ich weiß nicht, geht's dir ähnlich? Ich weiß, Ja, du wirst mir geht's die ganze wahrscheinlich, Zeit schon so. Und ich ja, bin ja wirklich auch noch thematisch viel eingespannt. ja. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeit. Und Das da stimmt. ich auch schon Kai Meier verpasst habe, werde ich mich wahrscheinlich morgen oder allerspätestens nächste Woche nochmal hinsetzen und werde mir die Videos dazu nochmal anschauen. Genau, zum Glück gibt es ja für alle, die nicht alles gleichzeitig gucken können, immer noch die Mediathek, wo man sich alle Programmpunkte der Story Days nochmal nachträglich anschauen kann. Ja, und wenn ihr Lust habt, auch mal gemeinsam mit Julia, Annabelle, Philipp und mir ein Buch zu lesen, dann kommt auf jeden Fall natürlich auch auf Facebook in die Gruppe Tolino Story Club. Aktuell ist es weihnachtlich romantisch und ihr könnt natürlich auch immer noch einsteigen, denn wir haben gerade erst angefangen. Also ich glaube, die meisten sind aktuell noch im ersten Leseabschnitt. Ich habe auch noch nicht weitergelesen, also alles gut. Immer am Ende eines Monats gibt es dann passend noch zum jeweiligen Buch immer einen Livestream auf Instagram mit dem Autor oder der Autorin und natürlich auch hier wie heute unseren Podcast, wo wir zu zweit nochmal über das Buch sprechen, den Tolino Storycast. Und den könnt ihr überall anhören, wo es Podcasts gibt. Genau, und tatsächlich war es das, glaube ich, dann hier auch schon für unseren Live-Podcast. Die Zeit verging unglaublich Ja, schnell. Wahnsinn. wie immer, wenn wir über Themen quatschen, Ja. die uns gefallen. Immer wenn wir über Bücher sprechen, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber ja, vielen Dank an dich, Julia. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt große Lust, diesen Tag weiter zu Ja, verfolgen. geht mir genauso und danke auch an dich und ich freue mich auf den nächsten gemeinsamen Podcast zusammen, den wir Ja, sicher sehr bald haben werden. darauf freue ich mich auch. Dann danke fürs Zuhören, Zuschalten und bis bald. Bis bald. Tschüss.